Guten Morgen. Die Low-Cost Challenge ist vorbei. Rohkost, Low-Cost, ihr versteht? Ja, wie viel habe ich ausgegeben? Ich persönlich individuell. Das erfahrt ihr heute in dem Video. Und wie ein Eimer Süßigkeit für 25 Cent herstellt, das erfahrt ihr heute auch. Also fangen wir. Ich fange einfach mal tatsächlich ganz mit der Zahl an, weil bei vielen ist es so, dass es unangenehm ist, wenn man auf irgendetwas wartet im Video. Man hat ja keine Zeit heutzutage und will sofort die Zahl. Von daher, ja, sofort die Zahl. 37,12 € habe ich für einen Monat Rohkost ausgegeben. Vollwertige vegane Rohkost. Also ich wollte ja irgendwo zwischen 50 und 80 Euro bleiben. Dass es so wenig geworden ist, hat mich selber erstaunt. Ja, ich habe auch die erste Woche, die glaube ich knapp 7 Euro, wo ich knapp 7 Euro ausgegeben habe, die habe ich euch ja auch in Videoform mal festgehalten, das verlinke ich euch oben das Video, und das Projekt geht auch nach wie vor weiter, weil meine finanzielle Situation hat sich nicht geändert, auch wenn der eine von oder andere von euch ja, mir sozusagen unter die Arme gegriffen hat, das entweder per Spende oder Patreon geworden, das heißt eine dauerhafte Unterstützung meines Kanals, oder mir eben auch ein Lebensmittelpaket geschickt hat, was in diesem Monat natürlich auch dazu geführt hat, dass ich meine Grundbasis, was Getreide war, rohes Getreide und Smoothie, was ich dadurch pimpen konnte. Das heißt, jemand hat mir so Kokosflocken geschickt und ja, so getrocknete Jackfrucht und alle solche lukullischen Köstlichkeiten, wo ich natürlich mein Essen auch pimpen konnte. Aber die Grundbestandteile wären trotzdem genauso gewesen, als wenn mir die Leute das nicht geschickt hätten. Aber ich muss das natürlich fairerweise dazu sagen, weil es ist ja auch meine Challenge gewesen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das für mich herausfinden möchte, wie ich einen Monat, wie wenig Geld ich ausgeben kann. Und das ist für jeden individuell unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht containert. Überhaupt nicht containert. Und das bedeutet, Menschen, die abends losziehen in Containern, die können noch billiger leben. Oder andersrum, ich habe Foodsharing betrieben, aber es gibt Menschen, die haben bei sich einfach keine Möglichkeit, Foodsharing zu betreiben. Und so kann man da nicht generell sagen, hey, jeder Mensch kann jetzt von 37,12 € rohköstlich, vollwertig, vegan leben. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal ja, einfach ganz, ganz deutlich betonen. Das Kernelement, das hatte ich schon gesagt, das ist eben rohes Getreide. Rohes Getreide in einer gewissen Kombination. Ich bin da noch am Tüfteln, ich bin da noch nicht zu Ende mit meinem Tüfteln. Ich schau mir halt an, welche Aminosäuren sind in den verschiedenen Getreiden enthalten, welche Mineralstoffe und wo kommt man auf ein perfektes, auf eine goldene Mischung quasi, wo man möglichst wenig Geld ausgibt und ein möglichst abgerundetes Mineralstoff- und Aminosäureprofil erhält und idealerweise auch noch die den Vitamin B-Komplex quasi komplett abdeckt. Da bin ich noch am Tüfteln und das werde ich euch auch auf jeden Fall in irgendeiner Form auch vermitteln, wenn ich da die goldene Mischung herausgefunden habe. Aber das ist so die Grundbasis. Rohes Getreide. Und damit verbunden ist auch der Punkt, dass ich bei dem rohen Getreide tatsächlich auch auf Bioqualität achte, weil es halt meine Basis ist und bei Getreide man glücklicherweise noch in Bioqualität das zu erschwinglichen Preisen kaufen kann. Ich zahle für einen 25 Kilo Sack Nackthafer 69 Euro. Ich habe euch den unten verlinkt, was meine Grundbasis ist. Ich ergänze das aber mit Bio-Roggen, Bio-Einkorn und eventuell Bio-Dinkel. Wie gesagt, ich bin da noch ganz am Tüfteln, um diese goldene Mischung rauszufinden. Umso billiger wird das, weil der Nackthafer ist an sich schon mit das teuerste. Der Einkorn ist glaube ich noch ein Stück teurer, aber auf jeden Fall ist der Nackthafer teurer als Roggen oder Dinkel und auch Buchweizen und andere Sorten. Ich habe nicht auf Glutenfreiheit geachtet, weil für mich persönlich das keine Rolle spielt. Wenn ich ein vollwertiges Produkt habe, wie eben so Nackthafer oder wie halt Dinkel im vollen Korn, in Bioqualität, dann ist das Gluten, was enthalten ist, trotz dessen, dass die Züchtung sicherlich etwas anders ist, als das vielleicht vor 100, 200 oder vor 1000 Jahren gewesen ist, verträgt das mein Körper gut und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich habe gelernt, auf meine Intuition zu vertrauen. Und nicht mehr so sehr auf das Wissen der Wissenschaft und egal ob aus medizinischer Sicht oder aus alternativmedizinischer Sicht, also darauf zu achten, sondern wirklich auf meine Intuition. Und das rohe Getreide, das fühlt sich richtig gut an. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen mit der Flockenquetsche,
Da kann man das Rohgetreide einfach reinmachen, tu das ja, quetschen. Ich habe da ein Video gemacht, verlinke ich euch mal. Und dann genießen. Oder ihr macht es eine Art Frischkornmüsli. Ihr weicht das über Nacht in Wasser ein und könnt es dann früh quasi leicht aufgeweicht essen. Da braucht ihr gar keine Flockenquetsche dazu. Auch für die Menschen, die sich so eine Flockenquetsche überhaupt nicht leisten können, die überhaupt kein Geld haben, aber trotzdem preiswert und vollwertig der Rohkosternährung frönen wollen. So, und das ist also ein Kernelement, das rohe Getreide. Das rohe Getreide hat nämlich, du kannst komplett alle Aminosäuren, komplett alle Mineralstoffe und auch komplett alle B-Vitamine dadurch ja, quasi zu dir nehmen. Und da sind wir bei einem Preis, wo du quasi den kompletten Tagesbedarf von diesen Sachen alles schon abgegolten hast, von 40 bis 60 Cent. Und das pimpst halt noch ein bisschen auf mit dem, was du halt da hast, was du gerettet hast, also beim Foodsharing, beim Containern oder also gekauft. Ne? Es gibt da Menschen, die haben mehr Geld zur Verfügung als 30 bis 50 Euro im Monat für ihre Ernährung. Die können natürlich dann aus dem Vollen schöpfen, die können dann Bananen dazu machen oder Äpfel oder was es da alles für tolle Obstsorten gibt, wo man das dann alles dann ja, einfach noch pimpen kann. Und dann ist man bei einem Preis von 70 Cent, 80 Cent, je nachdem, sky is the limit. Da kannst du so viel Geld ausgeben, um das noch zu pimpen. Was ich halt noch mache, was mir persönlich sehr wichtig war, dass ich halt trotzdem darauf achte, dass alle Nährstoffe gedeckt werden, dass ich halt immer das nicht mit Wasser zu mir genommen habe, sondern mit einer Leinsamenmilch, indem ich einfach 20 Gramm Leinsamen mit Wasser verdünnt habe. Und ja, das sind dann halt nochmal, glaube ich, 9 Cent. Die das kostet, aber damit habe ich auch meine Omega-3-Fettsäuren für den Tag rein aus wissenschaftlicher Sicht gedeckt. Ob das denn unbedingt notwendig ist, man weiß es nicht, ich fühle mich sicherer dadurch und es kostet halt 9 Cent am Tag, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist das erste Kernelement. Das zweite Kernelement sind Smoothies gewesen. Smoothies, wo du einfach alles reinballerst, was du an Resten da hast, was du irgendwo preiswert erstanden hast, was kurz vorm Zerfall gewesen ist, was natürlich nicht mehr so eine hohe Vitamindichte hat, aber was du vielleicht kostenlos bekommen hast oder zu einem Preis wie bei Kaufland Samstagabend, da kostet halt der Blumenkohl oder Brokkoli 9 Cent, auch wenn er nicht mehr so ja, in der Blüte steht, gerade beim Brokkoli, wenn er dann anfängt das Grün zu verlieren, dann ja, kann man oben das auch abschneiden, dann nimmt man einfach nur noch den Stiel, da ist immer noch sehr sehr viel Power drin und so ein Smoothie, so ein Mixer, der zerballert das ja ohne Ende, das ist ja so Wahnsinn, also der, so ein Hochleistungsmixer, der tut selbst auf Zellebene die Zellen quasi aufreißen, so schnell ist der. Und der beste Hochleistungsmixer, den ich glücklicherweise in meinem Besitz ja, nennen darf, das ist der Rexco. Ich habe da auch ein Video dazu gemacht, findet ihr auch immer unten verlinkt. Wer sich den nicht leisten kann, der billigste Hochleistungsmixer, der auch fähig ist, sozusagen die Zellen zu zerreißen, das ist der Ultratec. Das ist der, den ich lange Jahre benutzt habe. Exakt 2 Jahre. Lange Jahre, 2 Jahre, da könnt ihr euch überlegen, ob das übertrieben ist, auf jeden Fall 2 Jahre den Ultratec benutzt und den gibt es schon für 150 Euro, auch der ist unten verlinkt oder gebt einfach bei Google oder bei YouTube Ultratec Mixer ein, dann solltet ihr auch meine Rezension dazu finden. Also das ist das zweite Kernelement, so ein Smoothie, der euch einfach das, was ihr habt, verwerten lässt und bei Leinsamen natürlich total cool, weil ihr solltet Leinsamen immer nur im Ganzen kaufen, weil sie sonst oxidieren, wenn ihr die bereits irgendwie schon zerteilt oder als Pulver bekommt. Deswegen Leinsamen direkt so kaufen und dann entweder im Mixer als Dressing oder als Soße nutzen oder eben, wie ich das jetzt gesagt habe, als Resteverwertung einfach mit rein in so einen Smoothie. Und ja, dann ja, habt ihr die beiden Kernelemente, die ich genutzt habe. Das Smoothie ist oft kostenlos gewesen, oft hat er noch die Banane als Süßung genutzt, weil da können wir zum nächsten. Also Foodsharing habe ich ja schon angesprochen, sehr sehr wichtig und für den Großteil der Menschen auch verfügbar, weil alle die in großen Städten leben, da gibt es immer irgendwie Foodsharing und der ein oder andere, da habe ich von euch mal nachgeschaut, der hat gesagt, ich habe kein Foodsharing in meiner Stadt und hat mir auch die Stadt geschrieben und da gibt es zwar dieses Foodsharing, das offizielle nicht, aber private Facebook-Gruppen, die gibt es und wenn es noch keine gibt, dann macht ihr selber eben eine auf, Foodsharing, weiß nicht, Klein-Kleckersdorf. Und ja, und schaut, ob da jemand dann Zugriff darauf hat. Und so kann man wirklich fast jeder kann, der in der Nähe einer Stadt wohnt, Foodsharing betreiben. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass man ja Samstagabend, das ist der ideale Punkt, bei großen Einzelhandelsketten oder eben auf Märkte sich dort für die kommende Woche eindeckt mit Obst und Gemüse, was einfach abverkauft wird. Man kann das, wenn man es nicht mehr verwerten kann, weil es so viel ist, kann man es auch dörren.
Na? Und da hat man für wahnsinnig geringen Preis, ich habe euch mal das Video, eine Kiste Rohkost für 1 Euro, habe ich euch ja gezeigt, dass man kistenweise für 1 Euro Erdbeeren, Pfirsiche, die leckersten Dinge bekommt und das in vollreifem Zustand häufig, also ideal für den gesundheitsbewussten Rohköstler. Und da muss man halt einfach die Augen offen halten. Und das ist ein weiteres so ein Kernelement. Augen offen halten. Wirklich Augen offen halten, wo man irgendwie was bekommen kann. Draußen ist alles voll grün. Und das nicht nur im Frühling oder im Sommer, sondern auch im Herbst und auch im Winter gibt es noch genug Wildgrün. Denn zum Beispiel Süßgräser könnt ihr bedenkenlos verzehren. Sie haben einen hohen Zelluloseanteil. Das bedeutet wieder entweder zack einen Hochleistungsmixer, der die Zellulose auch zerballert, oder ihr entsaftet euch das einfach und tut es euch ins Tiefkühlfach rein, diesen ganzen Saft, und brecht euch da immer mal ein Stück ab. Was ich gerne mache, hat er da auch schon ein Video dazu gemacht, bei über 1600 Videos habe ich wahrscheinlich zu allem schon irgendwo ein Video gemacht, aber das ist der Punkt, dass man so einen grünen Saft, einfach so 100 ml von so einem grünen Saft in so einen großen 2 Liter Wasserbehälter reintut und dann ein paar Tropfen Stevia dran macht und dann habt ihr eine süße Limo mit Wildkräutergeschmack. Das ist genial, das ist richtig richtig genial, schmeckt total gut und man kann gar nicht genug davon trinken. Im Gegensatz dazu, wenn man einfach nur den wildgrünen Saft trinkt, da kann man schon irgendwann genug davon trinken. Zumindest wenn man nicht Silke Leopold heißt. Zu Silke Leopold muss ich noch sagen, die hat so das beste Buch, was Wildgrün angeht und Sprossen und so weiter. Ich muss euch das immer wieder sagen. Das ist unten in meiner Infobox. Für 17 Euro glaube ich ein riesen Kompendium von Wild, also wie man Gräser zieht, wie man Sprossen zieht und ja, also wenn wer ihren Kanal noch nicht kennt, aber ihr kennt den sowieso alle, ich kann mir jede Worte sparen. Also das nur mal an der Stelle gesagt. Aber sie ist jemand, der trinkt halt auch den Wild, also den wildgrünen Saft dann einfach so und ja, das für die wenigsten wird das ein geschmackvolles Erlebnis sein. Aber verdünnt mit viel Wasser und ein paar Stevia-Tropfen, mega lecker, und weder Stevia noch Wasser haben große nachteilige Effekte für euch. Im Gegenteil, Wasser ist eine Sache, die sehr viele Menschen oft zu wenig zu sich nehmen und von daher, ja. Meine Empfehlung, eine Wildkräuterlimo. War auch, ist kostenlos, bis auf die paar Stevia-Tropfen, aber das ist im Komma-Cent-Bereich, was ihr da ausgibt. Und ja, von daher, auch das war eine schöne Sache. So, weiter geht's. Ich habe, es wird ein ganz, ganz schön langes Video, aber es war ja auch eine lange Challenge und geht weiter. Ich habe einen Drink kreiert, den Raw Spirit Power Drink. Rein rohköstlich, unter 1 Euro, der euch stundenlang in ein stimmungsvolles Hoch inklusive eines Konzentrationsboosts schießt, wo ihr denkt, wow, was ist das für ein geiles Getränk. Ich habe das schon mit vielen Menschen ausprobiert und die ganzen Menschen, die sind also in Konzentration total. Ich habe da lange dran getüftelt und ja, ich werde das so ein bisschen als Hauptelement, als Kernelement in dem Buch, was ich jetzt gerade am Schreiben bin, für eben eine preiswerte Rohkost in Zusammenhang mit meiner Challenge, die ich jetzt gemacht habe, und auch so ein bisschen als Wissenskompendium für eine preiswerte Rohkost, werde ich das so als Hauptding mit in das Buch schreiben, weil ich da wirklich lange dran getüftelt habe und die Kombination der Zutaten, die ich da reingemacht habe, ja, ziemlich einzigartig ist und ja, das spricht einfach für sich. Ich könnte das auch wahrscheinlich an Brausehersteller oder was verkaufen, das Rezept, aber ich will das einfach ja, in meinem Buch und so ein bisschen auch als ja, wenn die Leute das Buch kaufen, preiswerte Rohkost, auch nur wegen diesem Drink, dann kriegen sie trotzdem die ganzen anderen Informationen bezüglich preiswerter, vollwertiger Rohkost und die fühlen sich dadurch dann animiert, vielleicht rohköstlicher zu essen oder vielleicht pflanzlicher sich zu ernähren, weil sie dadurch sehen, wow, ich kann mich richtig geil fühlen mit pflanzlicher Rohkost und das ist keine karge Ernährung. Und bei mir geht es ja auch immer dahin, dass ich die Menschen an verschiedenen Punkten abhole und versuche halt hin zu einer Lebensweise so ein bisschen zu motivieren, die einfach allumfänglich aus meiner Sicht die beste ist. Und das heißt, dass es eben nicht nur uns gut geht, sondern dass es auch der Mutter Natur gut geht. Und dazu zählt eben auch die Tiere und deswegen auch eine pflanzliche Ernährung als Fokus und auch die Ökologie der Erde. Aber ich wollte euch nur sagen, ich habe auch in dieser Zeit viel am Tüfteln, unter anderem die goldene Mischung, da bin ich noch nicht ganz zu Ende mit dieser Getreidemischung, als auch den Raw Spirit Power Drink, den habe ich entdeckt. Auch das war sozusagen eine Erkenntnis dieser Rohkost
dieser Low-Cost-Challenge. Und auch da der Punkt, am Anfang habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich jetzt nur noch pro Monat 0 Euro bis 50 Euro zur Verfügung für Ernährung. Boah, ist das scheiße, also im ersten Moment. Aber letztlich hat sich herausgestellt, dass ich durch dieses Leid, dass ich jetzt noch weniger Geld zur Verfügung habe, dass ich dadurch neue Erkenntnisse habe und dass es mir eigentlich viel, viel besser geht. Und dass ich durch den War Spirit Power Drink, dass ich da auch sozusagen so eine schwerwiegende Krankheit wie Hashimoto, diese negativen Effekte, die das für mich hat, ja, einfach, ja, buff. Und auflöse. Und das ist halt, das ist durch Leid passiert. Und auch da wieder der Punkt, Leid ist fruchtbar. Ihr müsst es nur annehmen und euch nicht in dem Leid suhlen, sondern Leid ist fruchtbar. Gut, das war also auch ein Punkt. Und dann habe ich euch am Anfang ja gesagt, für 25 Cent ein Eimer voller Süßigkeiten. So, die ganzen Rohköstler, 100% Rohköstler, die müssen jetzt abschalten, weil das ist jetzt nicht mehr 100% Rohkost, das ist einfach nur 100% süß und geil. Also, auf Wiedersehen alle 100% Rohköstler. Jetzt kommen wir zu dem Eimer voller Süßigkeiten. Und zwar habe ich, ja, also für 25 Cent könnt ihr Popcorn, Mais-Popcorn nehmen. Ihr macht unten auf dem auf dem Topf, tut ihr ganz wenig mit Öl beschichten, also wirklich so mit dem Pinsel unten mit Öl, das ist vielleicht ein Teelöffel Öl oder so weiter, in den Topf und dann haut ihr den Popcorn-Mais rein, so 50 Gramm oder 100 Gramm, ihr müsst mal gucken, wie viel in euren Topf unten reinpasst, so dass die nicht übereinander liegen, einfach unten rein, dann stellt ihr die Heizung, bei mir, ich habe so eine Induktionskochplatte, weil ich meinen Herd abgebaut habe, als Rohköstler, ihr wisst Bescheid, von 0 bis 10 und da habe ich auf die 5 gestellt, also auf die mittlere Hitze, einen Deckel drauf gemacht und das war's. Und dann habe ich das einfach, dann hat es irgendwann angefangen zu poppen und irgendwann hat es aufgehört zu poppen. Dann habe ich ausgestellt, dann habe ich den Deckel weggenommen und bei 50 bis 100 Gramm von diesem Popcorn-Mais habe ich dann einfach eine Handvoll Rohrohrzucker einfach oben drauf geschmissen und dann ganz schnell gerührt. Und das, die Restwärme hat das noch so zu karamellisieren lassen, dass es richtig geil dran geklebt ist, ohne anzubrennen. Und das ist perfekt, das ist absolut perfekt gewesen. Und das war 25 Cent gekostet und du hattest einen Eimer voll Popcorn. Und das ist natürlich wie gesagt nicht Rohkost, das ist, der Nährwert tendiert gegen Null. aber wir sind alle nicht perfekt, zumindest ich bin's nicht. Und ja, möchte ich einfach als eine Erfahrung dieses einen Monat, dieser Rohkost Challenge euch mit auf den Weg geben, dass ich tatsächlich auch nicht Rohkost gegessen habe und ich bin auch auswärtig, habe ich auch mal nicht Rohkost gegessen, auch das immer wieder der Hinweis, ich bin niemand der 100% Rohkost wirklich lebt, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen noch ich habe bei mir noch, jeder kennt das, so diese, dass man noch so Reis noch hat oder Kichererbsen, so Trockenzeug und da bin ich jetzt auch am Aufräumen und dass ich das alles irgendwie verwerte, weil ich weiter minimalisieren möchte, ich möchte meinen Küchentisch wegmachen und da habe ich mir auch ein Gericht gemacht, ein warmes Gericht quasi mit Reis oder mit, was war es noch, so Konserven, Kidneybohnen, so, also die Kidneybohnen zusammen mit Senf Semmelbrösel oder wenn ihr reines Gluten habt, könnt ihr auch reines Gluten nehmen, geformt und dann in Kontaktgrill ohne Fett und das sättigt, ist billig und sowas habe ich dann eben auch gemacht und dann halt Vorräte aufgebraucht, aber das ist halt, also wenn ihr das nicht rohköstlich macht, dann ist es teilweise noch billiger, also die Kidneybohnen, da kostet so eine Dose 39 Cent, ja. Aber das nur mal als Information, ja, man sollte da auch nicht so dogmatisch sein, gerade wenn man mit dem Geld ein bisschen zu wichteln hat, dann, ja, dann, wenn da mal was nicht Rohköstliches dabei ist, ja, dann ist das eben so. Ne? Auch das immer wieder gesagt, eine geistige Gesundheit, eine geistig relaxte Einstellung gehört auch mit dazu zu einer gesunden Lebensweise und da bin ich ganz oben mit dabei, glaube ich. Alles klar, das war meine Low-Cost, meine Rohkost-Challenge für diesen Monat. Es läuft noch weiter und ihr werdet auf diesem Kanal immer weiter Tipps finden für eine preiswerte vegane Rohkost und ja, einfach, dass ihr das maximal und die maximale Lebensqualität aus eurem Leben herausholen könnt. Deswegen heißt der Kanal ja auch Raw Spirit, besser leben, einfach im Sinne von ja, maximaler Lebensqualität. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn euch das Video gefallen hat und die Challenge, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Ciao.